Für mich war der entscheidende Punkt oder ein Punkt, wo ich sehr ernsthaft darüber nachgedacht habe, wie man eigentlich Vater ist, als mich mein erstes Kind mit Papa angesprochen hat, weil ich ja keinen hatte. Also mein Vater war, als ich nicht präsent, die Art von Präsenz, die er war, war eher unangenehm. Ja, und auch nicht gerade sanftmütig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann bin ich praktisch, nachdem ich 6 war, hat mein Vater ja gesagt, tschüss, ist gegangen. In der Hoffnung, dass seine Frau sagen würde, ich komme nach, hat sie aber nicht gemacht. So, da sind also 2 Dickköpfe aufeinander geprallt und jeder auf den anderen gewartet. Ich krieg dich klein. Mein Vater hat im Iran gewartet, meine Mutter hat in Deutschland gewartet. Das war's dann. Man hat mir ja vor vielen Jahrzehnten mal gesagt, ich wusste das gar nicht, dass ich schnell sprechen würde. Also schneller als der Rest. Das war mir nicht bekannt. Ich habe dann mal auf so einen Anrufbeantworter gesprochen, so mit Bändern noch, und habe tatsächlich selbst gehört, dachte, huch, das ist aber ganz schön schnell. Also mir wäre es teilweise zu schnell gewesen. Allerdings habe ich noch Aufnahmen, da spreche ich bestimmt 5-mal schneller als jetzt. Freunde des Bewegtbildes, ihr wisst, wie das mit diesen Produktionen läuft. Ihr kennt das auch, wie ich das immer gemacht habe. Es ist aufwendig, Kai Stuth arbeitet ähnlich aufwendig. Das alles ist nicht zum Nullentarif zu bekommen. Es kostet alles Geld, Technik, Crew, alles. Ihr seht das ja auch, diesen Film, der hier jetzt entstanden ist. Der ist, hat mehrere Tage gedauert und dafür braucht man Geld. Tanken, essen gehen, Strom, all das muss bezahlt werden. Wenn ihr mehr solches Programm sehen wollt und wissen wollt, wo euer Geld ankommt, bei ARD und ZDF wisst ihr es nicht, hier seht ihr das, aber dann müsst ihr auch mal vielleicht überlegen, ob ihr vielleicht auch mal den Kanal abonniert, damit ihr keinen Film verpasst und ob ihr auch mal die Kontonummer nutzt und den Kollegen mit einem Dauerabo beglückt, ja, weil ihr seht ja, was ihr bekommt. Habt ihr bei uns immer gemacht, ich weiß, dass da die Bereitschaft besteht, deswegen macht das doch einfach mal, ja. Also nicht nur das Alte bekämpfen, sondern das Neue unterstützen. 5 Euro im Monat würden reichen, wenn das viele Leute machen, wenn das jeder machen würde, der diesen Film guckt. Dann können wir noch viel mehr machen und wir müssen viel mehr machen. Also er, ich sowieso, aber er unterstützt Kai Stuth. Wer ist Kaiwan alias Ken Jebsen wirklich? Ein sehr persönliches Porträt. Es ist wichtig, einen Menschen wie Kaiwan alias Ken Jebsen zu kennen, der einen so großen Einfluss auf den friedlichen Widerstand hat. Dafür dient dieses Porträt. Ich kenne Ken schon seit fast einem Jahrzehnt. Wir haben für KenFM das Format Boulevard kreiert und Stars wie Jan Ullrich und Stefanie Heinzmann gemeinsam interviewt. Das war lange Zeit vor Corona. Und wie das Schicksal so wollte, trafen wir uns gleich am Anfang der großen Gesundheitskrise bei der Demonstration auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Ken war schon immer ein spontaner Typ und so gab es ein weiteres Treffen in seinem Studio. Ken wurde gerade geschminkt für seinen großen Auftritt als Joker, der ihm nicht nur Ruhm einbrachte, sondern ihn gleich am Anfang von Corona zu dem Feindbild des Mainstreams werden ließ. Noch an diesem Abend entschieden wir uns am nächsten Wochenende, die Menschen aufzufordern, meditierend zu demonstrieren. Ohne Transparente, schweigend, aber sehr präsent. Eine Woche später saßen wir gemeinsam für eine Stunde auf dem Dach meines Wohnmobils und tausende Menschen folgten dem Aufruf der Meditation. Dieser sehr private Moment der Meditation war der Beginn von weiteren spannenden gemeinsamen Projekten. Und aus einer Zusammenarbeit wurde immer mehr eine Freundschaft, die mit diesem sehr privaten Porträt einen weiteren Höhepunkt gefunden hat. Dieses Porträt ist der Versuch, den Menschen Kaiwan alias Ken in ganz privaten Momenten näher zu bringen. Weit weg vom politischen Wahnsinn. Du kannst es nicht richtig aussprechen, weil du kein Farsi sprichst. Okay, dann sag so. Mir doch mal. Also eigentlich sagen die ja Kaiwan. Kaiwan. Aber das schaffst du nicht. Aber deswegen sagst du einfach, Kaiwan ist gut. Okay, Wahnsinn, so. Finde ich aber auch cool. Genau, aber das ist ja so, wenn ein Iraner das wirklich sprechen, die haben einen anderen Sound. Und das ist wie, wenn Deutsche französische Namen bekommen, dann klingen die aber nie so, wie wenn Franzosen französische Namen haben und die werden auch französisch ausgesprochen. Ja. Dann funktioniert das eben nicht. Aber das ist ja mein Geburtsname und den hat meine Mutter natürlich immer benutzt, ja klar. Und Leute aus der Schule haben den noch benutzt. Wenn mich jemand also mit dem Namen anspricht, dann weiß ich, der kennt mich schon sehr lange. Okay. Und in letzter Zeit. Also man verzichtet auf das I, also Kaiwan. Ja, okay. So. Und in letzter Zeit ist es eben so, dass immer mehr Menschen, mit denen ich auch beruflich zu tun habe, mich fragen, wie ich genannt werden will und sich das dann raufschaffen, weil es ja immer noch der Reflex ist. Ne? Ja, ja, klar. So, und wenn die mich jetzt aber kennen, nennen, ist es auch in Ordnung. Nur wenn du mich fragst, und wir sind ja Freunde, dann fände ich super, wenn du mich so nennst, wie ich privat heiße. Das macht ja kaum jemand. So. Und von daher ist was verbindest du mit dem Namen Ken? Also ich meine, ist das negativ für dich behaftet? Nee, es ist so, ich habe in meiner Verwandtschaft
Ich habe ja mit mütterlicherseits heißt meine Mutter ja Jepsen. Und da gibt es einen Kai Jepsen. Echt? Ja, meine Mutter hat noch einen Bruder oder mehrere Geschwister. Und der Bruder hat einen Sohn, der heißt Kai Jepsen. Und ich habe mich früher immer K. abgekürzt. Also oh, hier, wie schön, ne? So ein Campingplatz. Super, also Kaiwan. Und dann habe ich Ken. Kai konnte ich da nicht machen, obwohl mein iranischer Name Kaiwan ja K-A-Y Kai heißt. Aber damit ich da das Gefühl habe, ich mache ihn nach, da hätten wir zwei Kai Jepsen in der Familie, habe ich gesagt, ich mache einfach Ken draus. Aber ich habe mich nie Ken genannt. Ich habe mich immer Ken Jepsen genannt. Das ist wie Mercedes-Benz, das ist ein Produktname. Okay. So. Und dann irgendwann hat mich jemand mal angefangen, nicht Ken Jepsen zu nennen, sondern Ken zu nennen. Ich habe zu dem Namen so einen Bezug wie, ja, wie Bruce Willis zu seiner Kunstfigur in Stirb langsam. Aber wie, so ist es jetzt? Wie ist es jetzt, nachdem du ja auseinandergenommen worden bist? Ich bin nicht auseinandergenommen worden. Naja, ein bisschen schon. Ich sehe das vollkommen anders. Okay. So. Du konntest immer nur eine Kunstfigur angreifen. Deswegen ging das vielleicht auch so lange. Wenn du die Kunstfigur Ken Jepsen angreifst, das ist wie wenn du bei einem Schauspieler über dessen Rolle sprichst und sagst, der letzte James Bond ist blöd. Der ist blöd, der James Bond. Dann redest du nicht über den Schauspieler unbedingt und die Privatperson. Weißt du? So, und das ist ja eine Medienfigur, die sich sehr verselbstständigt hat oder eine Eigendynamik bekommen hat. Und deswegen habe ich dazu auch keinen Bezug. Ich kann das dann ablegen. Mhm. Du sagst nicht zerledert. In der Außenwahrnehmung war das ja schon auch teilweise kurz davor, dass das ruinös hätte enden können. Du kannst mich nicht ruinieren. Echt nicht? Nein. Nein, ich meine jetzt finanziell und das und geht nicht. Okay. So. Okay. Weil ich kann nicht. Dann hätte man dich um die Ecke bringen können. Genau. Ich komme mit so wenig aus. Und es macht mir auch gar nichts aus, mich, dass ich isoliert bin. Weil ich war für mich immer sehr isoliert. Ich habe in den letzten Jahren, dass ich einen öffentlichen Beruf ausüben würde und dass der eben so öffentlich werden würde, dass auch das hat sich ergeben. Ich bin zum Radio gegangen, weil ich der Typ, der da am Mikro sitzt, allein im Studio gut fand. Dass ich später eine Show machen würde, die so laufen würde, dass ganz viele Leute kommen, das war nie der Plan. Okay. Das hat sich alles ergeben. Und von daher, wenn du sagst, so jetzt musst du wieder so wie, das ist mir mindestens genauso lieb. Ich habe ja deine Kinder ab und zu mal erlebt. Du bist sehr klar und direkt, also gar nicht so drumherum, ne? Also nicht so erzieherisch, ich bin der und du bist das Kind, sondern du gibst dich eigentlich so auf die Ebene oder erhebst dich nicht über die Ebene der Kinder. Ne? Na, wenn du mir jetzt diese Frage stellst, will ich da mal eine Antwort drauf geben, die nicht so viele Leute von mir bekommen haben. Für mich war der entscheidende Punkt oder ein Punkt, wo ich sehr ernsthaft darüber nachgedacht habe, wie man eigentlich Vater ist, als mich mein erstes Kind mit Papa angesprochen hat, weil ich ja keinen hatte. Also mein Vater war, als ich nicht präsent. Die Art von Präsenz, die er war eher unangenehm. Ja, und auch nicht gerade sanftmütig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann bin ich praktisch, nachdem ich 6 war, hat mein Vater ja gesagt, tschüss, ist gegangen. In der Hoffnung, dass seine Frau sagen würde, ich komme nach, hat sie aber nicht gemacht. So, da sind also zwei Dickköpfe aufeinander geprallt und jeder auf den anderen gewartet. Ich krieg dich klein. Mein Vater hat im Iran gewartet, meine Mutter hat in Deutschland gewartet. Das war's dann. So. Das heißt, ich habe also keinen Vater gehabt und deswegen mein Vater, den, wie ich ihn erlebt habe, den konnte ich jetzt unmöglich selbst nachahmen, wenn ich jetzt selber mal Vater werden würde. Jetzt bin ich es geworden. Da war schon die Frage, stimmt, jetzt bist du ja Vater. Und das Vater lernt man ja eher durch Nachahmung. Eine Frau, sage ich es mal, in dem Moment, wo sie schwanger ist, können das irgendwie, das wächst ihnen heran, das ist ein ganz anderer Bezug zum Leben. Und wenn sie ihr Kind bekommen, dann haben sie irgendwie was von der Natur etwas mitbekommen. Sie werden dann Mutter einfach. Die werden von innen schon Mutter, weißt du? Die haben einen ganz anderen Bezug dazu. Und Männer lernen ja Vater sein eher von außen. Das Kind muss da sein, um Vater zu sein. Die Mutter ist schon Mutter, wenn das Kind in ihr heranwächst. Hat die schon Muttergefühle und benimmt sich wie eine Mutter. Ja, ist so. So, und da war für mich natürlich die Frage, als ich da mein erstes Kind bekommen habe, da war ich 29, ist auch schon ein bisschen her, Wie ist man ein guter Vater? Was macht das überhaupt aus? Was ist denn das? Und das habe ich versucht, habe ich natürlich bei meinem ersten Kind und beim zweiten Kind Fehler gemacht, die ich mit meinem dritten und vierten Kind nicht machen werde, ist ja vollkommen klar. Aber von daher habe ich meine Kinder nie so als Kinder gesehen, wie das eben üblich ist, sondern Kinder sind für mich ja extrem klug, weil sie total intuitiv sind. Kann ich dich jetzt triggern, dass wir sofort umschalten auf Politik? Du kannst sofort mit mir über Politik reden, könntest du, aber ich mach's nicht. Okay, weil es langweilig ist. Du fällst auch nicht rein. Also nein, wenn ich die nächsten 3 Tage versuche, immer wieder mal kannst mit du mir über abspenken. Politik reden. Nee, dann geht ich das bin nicht. Ja hier im Urlaub. Weißt du? Okay. Ja nicht über Politik. Aber nochmal, ich bin natürlich in meiner Jugend sehr viel Rad gefahren, weil es billig ist.
Das kostet ja nichts. So. Das heißt, ich habe mir meine Fahrräder vom Grobmüll zusammengebaut, den damals, den es ja noch in Baden-Württemberg gab. Mhm. Da wurde ja Zeug weggeschmissen, das konnte man mit ein paar Handgriffen gängig machen. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Und deswegen kann ich Fahrräder auch auseinandernehmen, weil ich ja kein Geld für einen Händler hatte. Und bin mit diesen Fahrrädern sehr, sehr viel rumgefahren. Also richtige Touren gemacht. So. Du hattest schon nicht viel Geld als Jugendlicher. Ich hatte gar kein Geld. Nee? Also ich weiß, wie es ist, wenn man gar kein Geld hat. Okay. Es gibt Leute, die wissen, wie es ist, wenn man wenig Geld hat. Mhm. Wenn ich habe immer gearbeitet, seit ich denken kann. Seit ich 11 war, habe ich gearbeitet. Mhm. Ja? Und Achtung, und das Geld, was ich verdient habe, habe ich eingesetzt, um mir was zu essen zu kaufen. Mhm. Ich hatte immer Hunger in meiner Jugend. So. Okay. Und dann gab es aber Dinge, wo ich sagte, ich bin bereit zu hungern, wenn ich dafür mir Dinge zulegen kann, die was mit Kultur zu tun haben, also Platten zum Beispiel. Es gibt viele Hobbys, die Kaiwan und ich gemeinsam teilen. Aber das Motorradfahren ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Und so wollten wir Kaiwan diesen Wunsch erfüllen. Natürlich musste es etwas Besonderes sein. Wer alte Fahrzeuge liebt, den kann man mit einem Elektroscooter sicher erfreuen. Gesagt habe, war ich ja schon mal hier. Ich bin ja alle 25 Jahre auf dieser Insel. Nein, gefällt mir sehr gut. Ich hatte es, als ich das letzte Mal hier war, nicht so grün in Erinnerung, aber es liegt wohl auch an der Jahreszeit. Also ich war da im Hochsommer, da waren wirklich 35 Grad plus und ich habe mir damals einen ziemlichen Sonnenbrand zugezogen, ich erinnere mich genau. Weil ich habe am Fluss gesessen, so 3 Stunden, als ich wieder aufgestanden bin, sah ich irgendwie anders aus, haben jedenfalls die anderen gesagt. Und ich habe das dann auch gemerkt. Und das ist jetzt sehr grün und relativ frisch, muss ich sagen, ne? 12 Grad. Heute ist wirklich kalt. Also aber sagen. Was ich mir habe so sagen lassen, ist es ja im Sommer eher so, dass man ein schattiges Plätzchen findet. Ja. Und von daher, es wird schon noch heiß. Ich komme auf jeden Fall wieder und es gefällt mir sehr gut. So, und was ich auch gesehen habe, die Straßenschilder sind ja zweisprachig angeschrieben, ne? Französisch ja, genau. Und Korsisch. Genau. Ja. Und wenn nicht, genau. Dann werden sie halt zerschossen. Und oder abmontiert. Nein, es gab sogar auch erlebt, mal, dass oft das Korsische übersprüht wurde. Ja, habe ich gesehen. Ganz selten. Ja? Oder das Französische übersprüht wurde. Das habe ich jetzt mehrfach gesehen schon. Ja. Ja, genau. Also Französische wird öfter übersprüht. Es gab mal, schon ein paar Jahre her, schon ein paar Jahrzehnte, da gab es auch noch kein Navi. Da haben sie in einer Nacht in auf ganz Korsika alle Straßenschilder abmontiert. Okay. Das war auf jeden Fall so ein richtiger Coup. Also man keiner wusste mehr, wo er wohnt. Also aber neue wussten die, wo sie wohnen. Die sich hier auskennen, wissen das schon. Ja, natürlich, klar. Aber ich stelle fest, es scheint noch keine Saison zu sein. Es ist echt alles zu. Ja. Also die meisten Supermärkte steht zwar drauf Spar, aber die haben sich vor allem die Öffnungszeiten gespart. Also ich schätze mal so Ende des Monats machen die auf. Genau. Und auch die meisten Cafés. So. Aber was ich sagen muss, hier die Gegend, es muss, was Tourismus angeht, doch ganz gut laufen. Weil die Orte sind alle in einem sehr guten Zustand. Nichts Abgerocktes. Also das fand ich, sah alles gut aus.
Es gibt Hafenstädte, die ich kenne, die sehen wirklich abgerockt aus. Und das sieht hier so aus, wie dass das hier im Sommer ganz gut läuft. Mhm. Was auch im Hafen? Ja. Ja, ja, es ist natürlich läuft das im Sommer gut. Also die Franzosen, das ist natürlich das Gebiet der Franzosen für Urlaub. Also das ist so deren Haupturlaubsort. Das merkt man natürlich schon in der Saison. Aber du kannst das nicht vergleichen mit Spanien oder mit Italien. Du hast hier halt gemäßigten Tourismus, weil es halt wirklich auch anspruchsvoll ist und auch teuer, ne? Also ja, ich habe mir auch die Frage gestellt, wenn Sie 300.000 Einwohner haben, ne? Wie viel 360 sind es. Wie viel Touristen kommen da jedes Jahr? Das sind ein paar Millionen. Echt jetzt? Ja, ja. Millionen oder 3 Millionen, glaube ich. Ja, ja. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall mehrere Millionen sind. Und davon leben die Korsen und wenn die nach der Saison chillen die, oder? So was würde ich das vorstellen. Also die Korsen sind, glaube ich, ich meine, du hast hier immer was zu tun, weil du in der Natur lebst. Aber ich würde schon sagen, dass die Korsen, wenn man die Öffnungszeiten sieht, einfach die Qualität des Nichtarbeitens auch zu schätzen. Ja. Also es ist ja ein gutes Beispiel. Überall wird eigentlich bis auf die ganz großen Läden um 12:30 Siesta gemacht und um 14:30, manche 15:30, manche sogar 16:30 erst machen die wieder auf. Ne? Und gibt es natürlich, Samstag sind meistens die Läden auch offen, bei manchen vormittags, bei manchen nachmittags. Dafür ist dann Montag bei dem einen zu oder bei dem anderen dienstags zu. Das ist wirklich chaotisch. Also hier hast du ganz oft die Türklinke in der Hand und merkst, der Laden ist zu. Manchmal nervt es, weil wenn du dann 50 Kilometer gefahren bist und willst was abholen oder so, und ganz schnell, das funktioniert hier alles nicht. Ne? Aber man entschleunigt schon. Also ich würde schon sagen, das bringt einen dann auch irgendwie runter. Also irgendwann macht es einem, dann ist es halt einfach so. Ne? Ja, merkst du auch, wenn du hier fährst, die Insel besteht ja im Grunde nur aus Kurven. Ja. Und schneller als 50 bringt es ja eigentlich nicht. Nee. Man hat mir ja vor vielen Jahrzehnten mal gesagt, ich wusste das gar nicht, dass ich schnell sprechen würde. Also schneller als der Rest. Das war mir nicht bekannt. Ich habe dann mal auf so einen Anrufbeantworter gesprochen, so mit Bändern noch, und habe tatsächlich selbst gehört, dachte, huch, das ist aber ganz schön schnell. Also mir wäre es teilweise zu schnell gewesen. Allerdings habe ich noch Aufnahmen, da spreche ich bestimmt 5-mal schneller als jetzt. Ich habe die Sätze nie zu Ende gebracht. Immer so. Dann hättest du doch eigentlich Rapper werden müssen, oder? Ich habe da auch mal dran gearbeitet, aber das wollte ich dann doch nicht. Nee. Aber ich mag da nicht Hip-Hop. Immer noch zu. Ja. Ja, aber natürlich ist das perfekt, um beim Radio einzusteigen. Und dann sage ich halt immer dazu, wenn jemand sagt, ich würde schnell sprechen, ob er schon mal einen italienischen Sportreporter gehört hat. Ja, Wahnsinn. Da lebt, das steht man doch drauf, diese Dynamik, das findet man doch gut. Ja. Und wärst du beleidigt, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey, kennst du Quasselstrippe? Oder ist das für dich eher, wo du sagst, nee, finde ich cool? Nein, es ist für mich ein unbelastetes Wort. Eine Quasselstrippe. Ja. Schlimmer wäre es, wenn du zu mir sagen würdest, ich wäre ein Dampfplauder. Okay, ja. Ja, das habe ich immer gerne zu Thomas, Gottschalk gesagt. Was, ja, Dampfplauderer. Okay. So, ich bin Journalist und Reporter und ein Mensch, der politisch denkt und versucht, politisch zu handeln. Und mein Werkzeug ist die Sprache. Und weil ich das halt seit Jahrzehnten mache und da vielleicht eine Grundbegabung in die Wiege bekommen habe, bin ich, was das angeht, hochmunitioniert. Mhm. Ist ein bisschen unfair, mit anderen zu sprechen. Aber manchmal hat man ja das Gefühl, also zumindest wenn man dir zuhört, dass du schneller reden kannst als denken. Also das hört sich jetzt sehr negativ an, aber manchmal frage ich mich, wie können diese Gedanken so schnell nachrutschen? Das ist ja, was sagt die das Art ist ja ein Phänomen. Was sagt die Art Tatum? Sagt es dir was? Art Tatum, sagt es dir was? Art Tatum, nee. Es war ein Pianist. Okay. Also gibt es eigentlich keine besonders guten Aufnahmen, weil die Technik damals noch nicht so weit war. Und der spielt also extrem schnell Klavier. Ja. Also da hat Oscar Peterson noch gestaunt von. Also wirklich super. Und wie lernt man das? Also man kann üben, klar, aber man kommt mit einer gewissen Begabung auf die Welt und dann kann man das. Das ist ein Talent, was man einfach hat. So wie du ein Auge hast für Bild. Das kann man bedingt lernen, aber wenn man gar kein Talent auf dem Gebiet hat, kann man eben dieses Talent nicht ersetzen, indem man sehr fleißig ist. Und von daher ist es so, dass ich ja sehr, sehr viel gelesen habe. Und das heißt, ich denke jetzt nicht, was als nächstes kommt. So wie Art Tatum nicht gedacht hat beim Jazz, welche Note er als nächstes spielt, sondern der ist dann im Flow. Aber ja. Jetzt würde mir gleich eine Frage einfallen dazu.
Ja, dann sagst du nur das auf, was du gelesen hast? Nein, oder? Das ist das, wovon du immer redest, das ist das Intuitive. Ich mache mir meine eigenen Gedanken und während ich das höre, denke ich, das ist ja ein interessantes Bild, was da gerade entstanden ist. Okay. Aber ich habe mir das nicht vorher zurechtgelegt. Okay. So, darauf vertraue ich. Max, also auch alte Gerätschaften. Ich bin ja selbst ein altes Gerätschaft. Nein, man soll ja keine Fahrzeuge fahren, die jünger sind als man selber. Und das habe ich noch nicht ganz geschafft. Aber dafür, dass der 58, nee, 57 ist der. Super. Also der wird ja nicht geschont bei dir, ne? Nee. Gar nicht. Also. Ja, wir sind ja in Indien sowas auch gefahren. Genau, ne? Da ist es ja Daily Business, aber das Ding funktioniert einfach. Ja. So. Okay, jetzt musste mal ein bisschen was dran gemacht werden, aber ist ja auch normal. Muss ja, also eine G-Klasse, glaube ich, die wäre nach ein so einer Tour reparaturbedürftig. Ne? Der erste G, mit dem der Holtorf gefahren ist, 26 Jahre, der 5-Zylinder mit 88 PS oder so, das ist genau das, das ist alles mechanisch. Mhm. Aber die neuen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das lange durchhalten. Ich meine, die meisten machen das ja eh nicht mit diesen Autos, von daher ist das schon in Ordnung. Aber dafür ist es gedacht. Ja, und was ich einfach cool finde, ne, wenn du dir ein neues Auto kaufst, ne, was ich, so ein X5 oder egal was, oder irgend so ein, dann hast du einfach gleich, nachdem du aus dem Laden gekommen bist, ist das Ding schon mal die Hälfte wert. Ne? Ja, ja. Und bei den Dingern, die steigen im Wert und du hast einfach... Klar, muss da ab und zu mal ein bisschen was reinstecken. Aber das musst du dir mal vorstellen, 29 Euro im Jahr Versicherung. Das ist der Hammer. Da ist ja ein Fahrrad nochmal ein Schild teurer für so ein, so ein Pedelec. Ne? Gut, aber man muss auf der anderen Seite auch dazu sagen, das zweite Auto. Ne? Ja, man muss das wollen. Ne? Mhm. So, das ist ja jetzt vom Komfort total egal. Außerdem ist es ja kein Auto, es ist ja ein Statement. Ja, so. Ja. Und es gibt einfach Leute, die sieht gut aus, fahren auch gerne mit, aber das dann auch so warten, dass es alles funktioniert, das muss man wollen. Statt einfach rein in so einen, Hilux, der macht das hier natürlich locker und zündet und funktioniert, hat Komfort und du kannst aber auch auf die Autobahn mit 160. Mhm. Das ist schon so etwas, dass man sich manchmal auch die Frage stellt, wenn es dann regnet, warum bin ich so bescheuert? Ist das für dich Konsum? Oder ist das für dich Wertanlage und also für mich Style? Für mich ist das ein Statement. Ich habe zum Beispiel, ich mag ja Motorräder, ich habe auch ein altes Auto, mit dem ich immer nur noch ganz selten fahre, weil Motorradfahren ist nochmal hier hoch mit einer Geländemaschine, mit Beiwagen, ist nochmal was anderes. Mhm. Weil es auch nicht ganz ungefährlich, die schiebt dann und so. Ne? Mhm. Ich bin auch schon mal umgekippt und habe mir einen Unterschenkel Kopfbruch zugezogen. Also das ist nicht so, muss man aufpassen. Ich bin ja mit dir mitgefahren. Also ich das ist so. Kann schon, das ist ein bisschen das ist nochmal, aber das reizt mich schon. Also ein Willys ist natürlich immer super, macht Spaß. Aber du hast ja auch gerade gesehen, das ist so komisch. Ne? Meine Maschine zum Beispiel hat auch ein Luftwaffengrau. Mhm. Und obwohl das ja ein eindeutiges Kriegsgerät ist, dafür sind die ja gebaut worden, kriegt man da auf der Straße Sympathien, genau wie mit dem Jeep. Weil man ihn entartet vielleicht auch. Nein, ich weiß nicht. Was die Leute damit verbinden, ist ganz komisch. Wenn du mit so einem Gerät, was ja für den Zweiten Weltkrieg steht, auch wenn es jetzt ist ja Nachbau, aber es steht ja dafür, eindeutig, das ist das Fahrzeug, mit dem die GIs über die Normandie reingekommen sind. Und trotzdem kriegt man Sympathien dafür. Das ist insofern interessant. Ich weiß nicht, was verbinden die Leute am Ende mit Krieg? War das ein großes Abenteuer? Das habe ich mich immer gefragt. Weißt du? Aber ich sehe das eher so, dass es, ich meine, Militär wäre ja jetzt, wenn es grün wäre, dann würden die Leute das wahrscheinlich genauso finden. Das ist Luftwaffengrau. Das ist die Farbe der Luftwaffe. Mhm. Grün ist Heer und anders. Die Marine hatte das nicht. Also ich mag den Wagen, weil er so einfach konstruiert ist. Also das ist ja ein Willys. Da gab es noch die andere Marke, Hotzkiss, glaube ich ja so. Die beiden hatten ja den Auftrag damals von der Armee und haben dann diesen Fahrzeugtyp gebaut. Das war genauso wie damals bei den Motorrädern. Da gab es die Zünderab KS750 und da gab es die BMW. Die sind zu 80% baugleich, damit die im Feld Teile tauschen können. So war das Ding. Und nach dem Krieg war es bei den Dingern ja auch so. Gab es ja unglaublich viele von diesen Willys-Jeeps. Und da haben sich die Kollegen gedacht, wie schaffen wir es, eine zivile
ein ziviles Fahrzeug zu bauen. Und dann wurden die alle auf den Markt geschmissen. Und die wurden in Europa noch eingesetzt für Landwirtschaft und für Weinbau, waren natürlich nicht so richtig geeignet. Ne? Mhm. So, aber weil sie so schmal sind, konnte man sie auch einsetzen. Und viele sind ja einfach hier geblieben. Ich habe so ein Ding mal gehabt, ein paar Tage. Der war aber schon mal 1944 in Berlin. Da war wirklich ein Fahrzeug, da habe ich aus dem Museum gehabt, weil bei einem Dreh habe ich den benutzt und bin damit dann durch Berlin gefahren mit diesen Sandreifen, die so singen, ne, über Kopfsteinpflaster. Fand ich total super. Aber das Original frisst natürlich 20 Liter. Mhm. So, und dann ein wirkliches Originalfahrzeug lässt du auch nicht irgendwo stehen. Nee. Hat er gestohlen. Deswegen so ein Nachbau hier, glaube ich. Es ist kein Nachbau, sondern es ist halt ein Release. In Lizenz gebaut. Ja, Mahindra in Indien gebaut. Genau. Wahrscheinlich für den Indochina-Krieg. Ich weiß es nicht. Ne? Und das macht schon Spaß, aber das ist natürlich Spielzeug. Das ist das. Und so ist auch mit meinen Motorrädern. Ja, das ist Spielzeug. Das ist kein Fortbewegungsmittel von A nach B, sondern da freut man sich richtig, dass man damit fährt. Obwohl jeder sagt, sag mal, nimm doch einen Golf. Kauf dir einen gebrauchten Golf, der fährt von A nach B. Aber das du mit dem Ding willst ja gar nicht von A nach B. Du suchst, das ist ja, das macht halt Spaß. Man ist irgendwie so am Leben. Und das ist aber so, du hast ja auch den Hang zu Sonderfahrzeugen. Ich auch übrigens. Ich hab noch mein erstes Moki, was ich mir gekauft habe, so eine kleine Monkey in Zitronengelb. Die habe ich mir gekauft, da hatte ich noch gar keinen Führerschein. Gibt es übrigens wieder, ne? Genau. Die Monkeys. Genau. Und ich habe eine von 1972. So, die habe ich heute noch und mit der fahre ich auch noch, so wie eine Nähmaschine. Und das rockt dermaßen. Ich war mit der auf dem Harley-Treffen. Das war das meist fotografierte Fahrzeug. War der Hammer. Ich bin zufällig in Harley-Treffen, habe ich mich dazugestellt. Also, ist das nicht geil? Das ist der Knaller. Das lohnt sich doch, oder? Genau. Und das ist das Coole an dieser Insel. Wenn du irgendwo hochfährst, siehst du einfach das Meer. Also es gibt ja so Hochplateaus, die sind, da denkst du wirklich, das ist ja wie aus dem Film Herr der Ringe, weißt du, so Wiesenlandschaften. Also ganz, ganz schön mit so Seen drin und so Wassergumpen drin. Und da kommst du eigentlich nur mit so richtigen Geländewagen oder halt mit Eseln halt hoch. Ne? Mhm. Und das ist, also von der Landschaft her ist das wirklich ein Traum, ne? Ja, manchmal gibt es hier wirklich echt schöne Schauspiele. Ne? Dann gehen so die Wolken, so fließen dann so über die Berge rüber. Das ist schon eine geile Aussicht. Ne? Ja, und ich glaube auch durch diese Bergwand hast du hier vorne in diesem kleinen Städtchen so ein ganz angenehmes Klima. Mhm. Ne? Ja, du hast ja natürlich, ich meine, das merkst du ja nachts, ne? Wie leise das ist. Ne? So. Du merkst plötzlich die Ruhe. Ne? Also das ist richtig erschreckend manchmal, wie leise das ist im Gegensatz zu einer Stadt. Ne? Also auch so von die ganzen WLANs, die fehlen und einfach, du hörst ja jedes Tier und jedes Geräusch. Ne? Und es ist natürlich auch was ganz anderes, wenn du fast auf, also der höchste Berg ist ja 2703 oder 8 Meter hoch. Und wenn du die Höhe einfach von Meer aus hoch wärst, dann weißt du erstmal, wie hoch 2800 oder 2700 Meter ist. Ne? Mhm. Du fährst halt 50 Kilometer nur bergauf. Ne? Ja, was ich echt gut finde, sind diese abgefahrenen Felsen, die hier rumstehen. Ne? Das sind richtige Brocken. Ja, die hast, also hier nach, also praktisch nach diesem Felsmassiv, verändert sich die Landschaft total. Dann hast du viel mehr so Sardinienlandschaft. Mhm. Wogegen in die Richtung sind richtig Lariccio-Kiefern und Wasserfälle und also landschaftlich hat Korsika total viel zu bieten. Ne? Also du hast einmal dieses wirklich schroffe, eigentlich so wie es auch auf den Inseln wie in Korfu und so weiter ist. Aber was das so einmalig macht, ist einfach, du hast überall Macchia und du hast halt wirklich hochalpines also Baumbestände, also Riesenwälder, also richtig mit Lariccio-Kiefern, die größten in Europa sind. Ne? Und das ist schon, man sagt ja auch immer, die grüne Lunge Europas. Ne? Ja, also das ist das Mittelmeer und trotzdem sind wir in den Bergen. Das finde ich, diese Kombination finde ich super. Ja, ist das was zum Aussteigen? Wäre das was für dich zum Aussteigen? Wie gesagt, ich würde ja nie aussteigen, weil ich nie irgendwie eingestiegen bin, aber ich war ja, wie gesagt, schon mal in Korsika und für mich ist das auf jeden Fall etwas, wo ich habe das, als ich jetzt ankam, habe ich gedacht, ey, ich gehöre eigentlich auch hierher. Also ich bin lange weg gewesen, aber das passt einfach so. Und ich komme auf jeden Fall zurück und werde die Insel mit dem Motorrad fräsen.
wird das eine Schwurblerinsel. Weiß ich nicht, was Schwurblerinseln sind, aber es ist einfach sehr schön. Außen finde ich, es ist sehr ruhig. Hier kommen im Sommer mit Sicherheit ziemlich viele französische Touristen her, das glaube ich schon. Aber es gibt sehr viele ruhige Ecken und es gibt wohl nicht den Massentourismus, weil die Insel das ja auch nicht zu bieten hat. Gibt es nicht. Also das kann ich ganz klar sagen. Ich meine, du siehst ja da hinten diesen riesenlangen Strand. Ja. Da sitzen dann vielleicht 100 Leute auf diesem Strand. Ne? Und wenn dir das so viel ist, also mir ist das manchmal zu viel mit dem Hund, weil da muss ich immer aufpassen, dass er nicht auf zu irgendwelchen Leuten hinläuft, dann gehe ich mit dem Hund da oben an den Fluss, da gibt es 1000 Ecken, wo kein Mensch ist. Ne? Ja, was steht als nächstes an? Für mich? Ja. Ich nehme mir das nicht vor. Also, was ich mache, ist natürlich, ich habe ja gesagt, ich setze den Campus um. Mhm. So, und da bin ich auch dabei, stehen wir kurz vorm Abschluss, also ein Gelände zu bekommen, wo wir unser Campusgebäude hinstellen können. Und dazu wird der digitale Campus entstehen, weil es ja klar, es wird niemals ein Gebäude geben, was so groß ist, dass alle, die man einladen möchte, da reinpassen. Jetzt überleg mal, da würde ein Ganser einen Vortrag geben. Da würden 5000 Leute kommen, so groß ist keine Halle. Also muss es eben so sein, dass 150, 200, 300 Leute dort reingehen und der Rest ist digital zugeschaltet. Das soll der digitale Campus sein, der aber eben nicht nur von der Location aus senden kann, sondern man kann auch von außerhalb im Campus-Look senden, weil es gibt vielleicht Leute, die irgendwo anders in Südamerika sind. Aber warum Schweden? Also das ist mir nicht so ganz klar. Also was reizt sich an Schweden? Schweden hat sich ergeben. Ich war auch vor vielen Jahren schon mal in Schweden, um da mal Urlaub zu machen und hatte das aber jetzt gar nicht so auf der Uhr. Ich hielt es für viel weiter weg. Ich war ja viel in Österreich. Habe dann festgestellt, von Rostock aus mit so einer Speedfähre, das ist ganz schön nah. Ja. So, natürlich nicht, wo du jetzt warst. Du warst ja ganz oben, ne? Kann man schon mal 5000 Kilometer von hier, ja. Ja, aber wie gesagt, sonst ist es ja eigentlich von Rostock aus mit der Fähre, Speedfähre im Sommer 2 Stunden und dann bist du in Schweden. Bist dann in Südschweden natürlich, aber okay, das ist Schweden. Und auch ganz, ganz schön, muss man wirklich sagen. Ne? Das Tolle ist also erstens auch eine sehr, eine Landschaft ohne viele Menschen kannst du haben. Ja, auch für die Größe des Landes nicht viele Einwohner, 10 Millionen, die sich vor allem in Städten aufhalten und dann ist das Land eher leer. Das hat für mich sehr stark so einen Charakter von amerikanischem Hinterland oder Kanada, dass ich da, also Landschaft, muss ich nicht sagen, ist Wahnsinn. So. Und was das auch angeht, sehr liberale Leute, wenn du siehst, wie sie durch die Krise gekommen sind, die lassen dich einfach in Ruhe. Sondern jeder soll machen, wie er denkt, dass es richtig ist und gehen nicht hausieren und fragen, Entschuldigung, sind sie geimpft oder so. Also das ist daran anders. Außerdem gibt es inzwischen eine ziemlich große Community. Also ich habe da sehr viele Deutsche gesehen. Ich habe auch sehr viele Berlin-Exit-Cafés gesehen. Also so. Und es ist erreichbar. So, Korsika ist natürlich, wo man sagen kann, kann man genauso was machen, ja, kleiner. Aber du brauchst doch ein bisschen länger, um hierher zu kommen. Mal eben hat aber Korsika. Vorteile, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach denke, so im Sommer, du brauchst halt immer ein Dach, weil das Wetter in Schweden nicht stabil ist. Ne? Gut, aber weißt du, wenn du ein Studio baust, muss es eh dunkel sein. Von daher ist egal. Okay. Eh dunkel. So. Und, Ach, sowas geht nicht am Strand, was du vorhast. Das kann man auch machen, das ist kein Ort, wo man einen Vortrag hält. Ja? Sondern es ist einfach wie ein Kino, muss man sich das vorstellen, wo Vorträge gehalten werden. Ein klassisches Studio, wo Vorträge gehalten werden. Aber wenn man aus dem Gebäude rauskommt, gibt es drum genug Landschaft und einen See, wo man sich aufhalten kann. So wie hier jetzt. So. Und das alles auch in unmittelbarer Seenähe. Also man kann ihn wirklich sehen. Man läuft 3 Minuten zum See. Ja? Und da kann man dann entspannen, während weitere Produktionen stattfinden. Und daneben an ist auch ein kleines Hotel und so. Das ist schon sehr schön. Und man merkt einfach, dass man in der Natur ist. Ich muss nicht in der Natur fahren, sondern es ist in der Natur an einem der vielen Seen, die es ja dort gibt. Warum nicht mehr Österreich? Weil Österreich die Impfpflicht eingeführt hat. So, ich war in Österreich ja, was das angeht, schon sehr weit, in der Nähe von Zell am See. Und da war eigentlich auch alles schon spruchreif. Also ich hatte schon das Gelände, haben wir bekommen hier von Erwin Thoma. Der hat uns was zur Verfügung gestellt. Die Architekten waren schon da, alles war schon skizziert. Und dann bringen die Österreicher die Impfpflicht und benehmen sich noch mehr daneben wie die deutsche Regierung. Das hat mich ja sehr enttäuscht. Und jetzt ist es aber gerade auf Halde. Aber was ich da gesehen habe, wo ich sage, was machen die da? Übrigens in Deutschland heute abgelehnt worden vom Bundestag. Ja, schön. Ja, die SPD ist voll auf die Schnauze geflogen. Ja, ist mir egal. Wie weit sie bereits gekommen sind, reicht mir vollkommen. Jetzt hätte man sagen können, ja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es wird wieder solche Versuche geben. Und die Mentalität, klar, so mitzugehen, reicht mir. Wenn jetzt wirklich ein Virus kommt, der ein bisschen bösartiger ist, dann wird sofort Schluss. Für mich hat sich das Land dahingehend erledigt. Das ist einfach nicht mehr mein Land. So. Und
eins darfst du nicht vergessen, deswegen, du kriegst einfach nicht mal schnell Referenten nach Korsika. Das dauert schon länger. Du musst diese Insel anfliegen oder mit dem Schiff kommen. Mhm. Und du kannst Schweden auch mit dem Auto machen. Mhm. Das geht schon. So, und das alles spielt halt eine Rolle, weil es bringt dir nichts, dass du einen wahnsinnig schönen Fleck hast, wie was ich, dann hätte ich auch nach Lanzarote gehen können, aber da kriegst du einfach keine Referenten hin. Mhm. Oder wir werden also ich habe mit Apolut nichts mehr zu tun, aber auch Apolut wird umziehen. Mhm. Das weiß ich. Mhm. Die werden auch umziehen. Also weg aus Berlin? Ja, raus aus Deutschland. Genau dasselbe. Die werden auch nach Schweden gehen. Warum? Weil man als freies Medium in Deutschland nicht mehr arbeiten kann, wirklich. Man wird ständig vom Staat oder seinen NGOs behelligt. So. Und jetzt wird ist Schweden nicht das gelobte Land, muss man so sagen. Die haben jetzt auch Waffen Richtung Ukraine geschickt. Und Gregor Gysi hat gefordert, man möge doch Schweden und Finnland in die NATO aufnehmen. Also ich weiß nicht, wie lange das in Schweden gut geht. Aber es hat zumindest eine Tradition, dass die nicht jeden Scheiß mitmachen. Das war in der Vergangenheit so. So. Die Franzosen, was das angeht, sind ja auch nicht zimperlich, wenn sie politisch was durchsetzen wollen. Ich sage jetzt nur Algerienkrieg. Mhm. Ne? Und ich glaube halt, auf so einer Insel ist es dann auch so, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann bist du halt kein Korse. Mhm. Doch, doch, doch. Ja, aber du bist Korse. Ach so, okay, nein, nein, klar, ja? Ja, natürlich. Dann bist du meinst jetzt uns? Ja, ja, dann klar. Bist du so. Und das ist halt in Schweden vielleicht insofern noch ein bisschen anders, dass es einfach viel, viel mehr Land ist. Mhm. Verläuft sich das jetzt? Okay, das stimmt nicht ganz. Also auf Korsika leben in etwa so viele Leute wie in Schweden, also auf den Quadratmeter. Ja. Aber es ist natürlich schon so, die Korsen sind lange nicht so liberal, so offen und man muss sich hier schon auch bewähren und man muss halt, man darf nicht in Konkurrenz gehen. Es gibt viele Regeln, die man einhalten muss. Ne? Ja. Also ich glaube einfach, dass du hier Tourist bleibst, Eingereister. Die genau. Respektieren dich und so. Aber für mich war das eben so, ich bin jetzt nicht auf Korsika gekommen, aber jetzt, wo ich sage, ja super, es ist strategisch zu weit weg. Das Wetter ist im Sommer natürlich große Klasse, ist ganz toll, aber es ist zu weit weg. Das ist eine Insel, wo ich sage, da bin ich privat, ganz privat. Da mache ich privat, lebe ich privat. Mhm. Im Sommer in Schweden, im Winter hier oder wie auch immer. Also das verstehst du, aber es gibt noch andere schöne Flecken, wo ich sagen kann, wo es schön ist. Argentinien ist gut, Mexiko ist gut, der Iran ist gut, über alles ist gut. Ich würde mich heute nicht mehr festlegen, das kann man auch nicht mehr. Muss man ja auch, glaube ich. Man weiß nicht, vielleicht gibt es tolle Gegenden in Kasachstan, ich weiß es nicht. Ja? Oder ich war auf der Krim, Jalta, wahnsinnig schön. So, ich würde mich heute nicht mehr festlegen und wir haben ja heute die Möglichkeit mit dem, was wir machen, dass wir sehr viel eben auch digital machen können, von überall. So. Ja, für mich war ja das größte Erlebnis zu spüren, wie legendär Musik ist bei Motown Records. Ich hatte ja ein Büro im Capitol Records House und hatte da ein Fotostudio und das war schon, also wie gesagt, man spürt einfach, dass man da ist, wo Zeitgeschichte geschrieben wird. War dir das immer wichtig, auch so wirklich das zu fühlen? Also ich kann mich mit der Musik von Motown total identifizieren. Ich kenne die Geschichte von Barry Gordy in Motown natürlich, ne? Was da los war und dass die eben gesagt haben, okay, wir brauchen unsere eigenen DJs, unsere eigenen Radiostationen. Der erste Schwarze, der das auch als Geschäftsmann wirklich gut gemacht hat, war Sam Cooke. Also ich kenne die Geschichte. Ich bin natürlich mit den ganzen Artists von Motown groß geworden. Gladys Knight, The Pips oder Marvin Gaye. Das höre ich auch heute alles noch. Super, ne? Ja? Ja. Ist ja auch... Mittlerweile ist es leider Universal, ne? Muss man ganz genau, klar sagen. Ja. Ja. Aber da gab es noch andere Labels, die auch gut waren. Das ist Atlantic, ja, mit Ertegün und so. Ja, also gibt es... Ich glaube, Clive Davis ist gerade eine sehr gute Doku auf Netflix gelaufen, auch zum Thema, was Musik leisten kann. Also ich bin mit Musik insofern groß geworden, dass ich im Plattenladen gearbeitet habe. Ich konnte mir keine Platten leisten, aber ich durfte die Sachen immer anhören. Ich eben diesen ganzen Wahnsinn. Und dann haben, wenn ich dann gesehen habe, dass Leute Platten gekauft haben, habe ich gesagt, das gefällt Ihnen, dann gefällt Ihnen auch das. Mhm. Eigentlich so ein bisschen wie heute im Netz vorgeschlagen. Ein geiles Hobby auch, ne? Und dann haben die gemerkt, okay, der Typ spinnt zwar, kauft keine Platte, weil ich hatte ja nicht 17 Euro damals für eine Platte. Mhm. Wenn der aber im Laden ist, kaufen andere mehr, so kriegt der Platten günstiger. So haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe mir dann eine Plattensammlung zugelegt, hatte aber natürlich keinen Plattenspieler und keine Anlage, aber ich hatte den guten Geschmack. Mhm. Und meine Freunde, die alle gut betucht waren, hatten dann eben die richtigen Mikro-Plattenspieler und Nakamichi-Stereoanlagen und sowas. Und ich habe dann die Platten mitgebracht und dann haben wir dort Tapes gemacht. Mhm. So, und so habe ich meine gesamte Schulzeit durchgestanden, immer mit dem Soundtrack im Ohr. Mhm. Das habe ich gemacht. Und ich weiß noch, damals kam ja die erste tragbare Musik auf den Markt, der Walkman. Das war ja der absolute Knaller. Die Dinger haben 400 Mark gekostet. Es war unglaublich viel Geld, aber in meiner Klasse gab es so zwei, drei Kids, die das gleich hatten, weil Geld keine Rolle spielte. Mhm. Und es gab noch keine Ghetto-Blaster.
Die kam ja erst später. Mhm. So. Aber ich bin eben voll in diesen musikalischen Wahnsinn abgetaucht und ich habe mich immer mit den Künstlern identifiziert. Also was meint eigentlich Nina Simone, wenn sie von Strange Fruits spricht? Ja, ich habe die Biografien von James Brown und Malcolm X und sowas gelesen. Also worum geht es denn da? Und diese Musik spricht ja dafür. Das ist Soul, das ist Gospel, da steckt ja unheimlich viel Schmerz auch dahinter. Und glaubst du, darf ich da mal ganz kurz, glaubst du, dass die schwarze Musik, also dass die 68er ohne Motown Records und ohne den Sound der schwarzen Musik gar nicht so hippie-mäßig geworden wäre, also diese Veränderung, also glaubst du, dass das zusammenhängt? Ich glaube, wenn man sich das, was schwarze Musik angeht, wenn wir jetzt mal so dem eine Farbe geben wollen, Soul gibt es überall auf der Welt, es muss nicht schwarz sein, es ist die Musik der Geknechteten oder Blues natürlich, alles hat ja seine Wurzeln im Blues, aber eben auch hier auf Korsika, guck dir das Logo dieser Insel an, das sind afrikanische Beats, die da drunter laufen. So. Fela Kuti, das hat alles damit zu tun, das ist ein riesiger Kosmos. Ich habe immer, ich habe immer antizyklisch Musik gehört, dahingehend, ich habe viel zu jung Jazz gehört. Da hörten meine Klassenkameraden Kiss und ich habe Oscar Peterson gehört. So. Also ich habe immer Musik gehört, wo man sagt, das ist doch was für alte Männer. So. Mhm. Und ich wollte aber immer versuchen und habe immer versucht zu verstehen, wie Musik funktioniert. Ja, ich habe später versucht heraus, wie funktioniert Punk? Was ist an Punk gut? Was ist Punk eigentlich? Punk, wie du das heute, was ich heute Punk nenne, das hat mit dem Punk nichts mehr zu tun. Punk ist auch Widerstand der britischen Arbeiterklasse, die sagt, lass uns, bin ich gefallen. Also Clash, Sex Pistols, worum geht's eigentlich? Warum reißt es die Leute mit? So, wie funktioniert Pop? Wie funktioniert Soul? Wie funktioniert Disco? Ja, wie funktioniert P-Funk, Parliament? Also und deswegen bin ich zum Radio, weil ich dachte, da treffe ich all diese Typen. Da laufen die rein, da kommt Sammy Davis Jr. durch die Tür. Ich mag Big Bands natürlich. Das ist so in Capitol Records, ne? Ja, Buddy Rich. Und plötzlich steht da genau. Stevie Wonder oder so vor dir. Genau, ne? Natürlich. Ich meine, dahin. Gnadenlos. Ne? Stevie Wonder, das ist eine Legende. Gnadenlos. Und du siehst ja auch, wer ihn gehört hat, ja? Anderson Paak hat ihn natürlich gehört. Du hörst genau, auf was sie sich beziehen. Ist aber in Ordnung, wenn das Album von Paak und Bruno Mars, was gerade durch die Decke gegangen ist, das weiß genau, dass die Motown-Freaks sind. Aber das geht mit Respekt. Die tun nicht so, als hätten sie erfunden. Und warum ist das so gut? Weil es wieder so ist wie früher. Das war so gut, das kann man gar nicht verbessern. So. Und es gab jemanden, der das genauso gesehen hat und sich damit auseinandergesetzt. Bin ich 100% sicher, war Falco. Falco hat sich intensiv damit beschäftigt, wenn du mir Beat It anhörst und dann hörst du Der Kommissar an, dann wirst du so einige Ähnlichkeiten, was die Programmierung angeht, hören. Also ich habe das immer aus der Seite, für mich war Musik immer, die Musik, die ich gehört habe, immer von Leuten, die damit Widerstand geleistet haben. So, deswegen bin ich zum Radio und das war für mich eben der Soundtrack, um Widerstand zu leisten, um durchzuhalten. Wenn jetzt heute jemand zu dir kommen würde oder ich zu dir kommen würde und würde sagen, hey, ich habe einen Doppeldeckerbus, da oben ist ein DJ-Pult, lass uns einen Radiosender auf die Beine stellen. Ja. Und lass uns wieder eine Radiosendung machen und lass uns die ganzen coolen Künstler aus den Netzwerken, die ich habe, hier nach Korsika bringen. Die ganzen Motown-Künstler und so weiter. Wäre das, ist ja back to the roots eigentlich, ne? aus deiner Karriere. Wäre das, wo du sagen würdest, ey, wow, geiles Ding, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe eine Radiostation mitgegründet in Neufunkland, die es nicht mehr gibt und bin dann zu Radio 4U gegangen, damals vom SFB4, mit Mauerfall gegründet. Also ich war bei solchen Stationen, wo es den Ersatz nicht gab, das haben wir hier noch nie so gemacht, weil der Sender da ganz neu war. Und ich selbst habe auch eine halboffene Spotify-Liste, wo viele Leute angeschlossen sind, meine Freunde, weil die sagen, da kommt immer der neueste Wahnsinn, weil ich mich jeden Tag ganz viel mit Musik beschäftige. Und da bist du immer auf dem neuen, wo hast denn das wieder ausgegraben hier? Whole Lotta Love, Coverversion von Tina Turner. Ist ja brutal. Also gibt es wirklich gutes Zeug. Und aber wäre du bist ja so ein total politischer Typ ganz gewesen. Ganz kurz zu Ende führen. Okay, ja. Ich wollte immer einen Radiosender machen, auch im Netz. Aber dann hat meine Freundin als Urheberrechtsanwältin gesagt, du weißt aber schon, das wird immer teurer mit den Reichweiten, weil da kommt ja dieses Wort GEMA. Unbezahlbar. Wenn ich auf meiner eigenen Seite sophisticated eine Spotify-Liste einpflege, das möchte ich nämlich. Das ist was anderes. Aber meinst du nicht, dass das finanzierbar ist? Du bist doch ein Geschäftsmann. Ich meine, das ist doch finanzierbar. Also ist das doch nicht so. Ich wollte nie, weißt du, das ist, wenn ich jetzt einen Radiosender machen würde und würde nur das spielen, womit ich mich beschäftige, dann. Und würde das in Berlin senden, da bin ich ganz sicher,
dass ich ganz schnell einen großen Marktanteil hätte. Weil was der Rest spielt, ist so ein Schrott. Das ist unglaublich. Das ist so erbärmlich und schlecht, dass ich denke, boah, so. Aber das heißt, mit den Reichweiten steigt der Preis. Ja, so klar. Ist es ja. Und ich habe keine Lust, mich mit der GEMA auseinanderzusetzen. Verstehst okay. du? So. Wenn ich das über die Spotify-Liste machen kann auf meiner eigenen Seite und man hört das einfach an, und dann ist das ein Radiosender. Weil es geht ja nur darum, dass ich sage, ja, guck mal, kennst du eigentlich das? Und tauscht man sich aus, darum geht es. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber, über Musik. Jetzt müssen wir einfach mal das Auto hier ein bisschen... heil nach unten bringen. Oh oh! Schreib's mal, Elektronik durch. Feuerlöscher. Anfangen. Schnell aufmachen. Irgendwas durchgeschmort. Batterie. Boah. Wir müssen das Ding wieder. Wir haben natürlich kein Werkzeug dabei. Gut, aber das kannst du so nicht mehr benutzen. Die Massekabel ist auch weg, das war hier weg. Mhm. Deswegen, das hat es durchgeschüttelt. Das war gerade die letzte Bodenwelle. Tu mal zurück. So. Bin gespannt, ob er anspringt. Oder wollt ihr zu Fuß gehen? Nein. Nein. Wir sind mit dem Auto gekommen und wir werden mit dem Auto, wir werden keinen unserer Kameraden zurücklassen. Echt nicht? Ja, du hast natürlich auch keinen Leatherman und nichts dabei, ne? Gar nichts. Es war ja nicht geplant. Also so. Du darfst solche Wege nicht fahren. Die Batterie ist neu, oder? Ja. Ja. Wie man sieht, nicht richtig festgeschraubt. Ja. Von unten durchstecken wäre vielleicht eine gute Idee. Genau. Mhm. So, wer macht das? Du. Ich habe eine ganz neue Jacke an. Ja. Bin gespannt, ob das geht oder ob es irgendwo einen kurzen gegeben hat. Und was hier auch noch abgegangen ist, ist der... War vielleicht alles dann doch ein bisschen... Siehst du hier? Das war hier isoliert, ne? Das musst du unbedingt wieder isolieren. Du kannst froh sein, das ist ja da rangekommen. Ja, klar. Motor an. Darf ich? Bitte, ja, mach mal den Motor an. Versuch's mal bitte. Ja, ich würde mal sagen, das hat geschmort und irgendwo einen kurzen. Irgendwo, weil das hat ja geraucht, richtig. Hört sich auf jeden Fall nicht gut. Irgendwo ist irgendwas suppt hier. Was? Irgendwas läuft hier aus und es riecht irgendwie nach Benzin. Hier ist auch noch eine Leitung undicht. Guck dir das mal an. Das ist das Bremsöl. Ja, dass du rückwärts fährst bis an der Stelle, wo man wenigstens direkt wenden kann, dass man hier vorbei kann. Dass das Ding wenigstens gerade steht, solange du noch bremsen kannst. Ja. Wollt ihr nicht einsteigen? Nee. Merkt ihr das, wenn der bremst, ne? Wie das rausspritzt. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, der bremst aber nichts mehr. Da können wir froh sein, dass das hier passiert ist. Weil auf dem Weg nach ganz unten drückst du ins Leere, das hatte ich schon mal. Und da war bei mir das aber so, dass die Bremsflüssigkeit gekocht hat bei meinem Auto. Und ich war irgendwo still, sag ich auch. Und das möchtest du gar nicht, dass das nicht bremst. Ja. Ich habe es noch irgendwie runtergeschafft. Unten haben alle Scheiben gekocht. Also damit sollten wir auch nicht mehr runterfahren. Weil immer wenn der bremst, verliert der Bremsflüssigkeit. Und damit ist Schluss. Ja, wir müssen jetzt eine Stange organisieren und dann mit einer Stange runterfahren. Ja. Aber er läuft gut. Gut, das war halt natürlich, dass die Batterie so bescheuert festgemacht war. Das geht natürlich gar nicht, ne? Ja, also ja, die Bremsleitung muss auch neu gemacht werden. Gut, die ist gebrochen. Das ist richtig gefährlich. Ja. Also du merkst, du hättest irgendwann gebremst und dachte, irgendwie bremst es nicht mehr. So, und das habe ich schon mal erlebt. Das ist gar nicht witzig. Nee. So. Vor allen Dingen nicht hier. Genau. Und von daher, ja, jetzt hat es seinen Härtetest gemacht, also, ja.
Ja. Aber zu Fuß ist ja auch ganz schön, weißt du? Ja. Und, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten über Musik reden. Ja, genau. Jetzt für dich. Also ich glaube, wenn ich die richtige Musik einlegen. Jetzt muss ich mal was über mich erzählen. Einlegen? Es wäre keine Kai-Stut-Tour, wenn man nicht irgendwie ein Problem hätte und zu Fuß nach Hause gehen muss. Ja. Das ist uns schon so oft passiert, das kannst du dir in deinem Leben nicht vorstellen. Doch, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also, kann ich mir, wenn ich den Namen Kai Stut höre, da weiß ich, dass auf jeden Fall eine Menge improvisiert und da ist eine Menge mit Risiko dabei, aber das finde ich ja super. Sonst erlebt man ja nichts. Ja, ich kann nur sagen, ich habe aufgehört, mich über sowas zu ärgern. Das weiß man ja, wenn man altes Eisen fährt, dass so etwas passiert. Na klar. Und wenn einen das jetzt überrascht, dann versteht man nicht, was der schöne Stelle gekommen. Ja, was der Spaß bei der Sache ist. Sowas hier zum Beispiel. Mhm. Ne? So. Ich meine, du bist jetzt hier zu Hause und hast Leute, die du anrufen kannst. Ich stell dir mal vor, das passiert in der Walachei und du kennst niemanden. Das ist mir ja passiert, also typisch ist ja sowas, es passiert dir freitags im Ausland, guckst auf die Uhr, 16 Uhr. Alles hat zu. Die nächsten zwei. Du musst jetzt, du stehst irgendwo stehst du nicht. Wie komme ich? Und dann musst du erstmal loslaufen. Und dann hast du irgendeine Marke wie deins ja auch, ne? Dafür hat ja keiner einen Ersatzteil vorrätig. Aber jeder kann bauen und basteln. Ja. So, den musst du halt jetzt finden. Und das ist mir auch ein paar Mal passiert und wir sind dann immer Freunde geworden. Ich wollte mich gar nicht mehr sehen lassen. Also Alexander, der Schrauber, eins ist ganz klar, der war schon so fix und fertig, der war so froh, dass die Kiste jetzt endlich weg war. Und der freut sich sicherlich, wenn das Auto jetzt morgen wieder bei ihm vor der Tür steht. Mein Leben drehte sich seit Jahrzehnten um die Fotografie. Eine passende Gelegenheit, Kaiwan in mein Leben zu entführen. Wir schenkten ihm einen Tag der Fotografie und buchten dafür ein korsisches Model. Und auch der Creative Caravan wurde aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Ich bin ja nicht hierher gekommen auf der Suche nach etwas, was mich interessiert, sondern ich bin nach Korsika gekommen. Erstens, weil du mich eingeladen hast, zweitens, weil ich vor 25 Jahren schon mal hier war. Ich kannte die Insel schon ein bisschen. Ich wusste, dass die sowohl mediterran als auch alpin ist. Und ich wollte hier nichts müssen. Also vollkommen ausspannen und es auf mich zukommen lassen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon hier bin. Für mich ist das so am Stück. Wahrscheinlich sind es schon 3 oder 4 Tage. Ich weiß es gar nicht. Genau. Schon eine Woche, ne? Oder eine Woche, ich weiß es gar nicht. Also, das fast ist alles, eine Woche. Dann alles richtig gemacht, dass hier Zeit keine Rolle spielt. Mhm. Und daher war das alles super, dass ich mich, also sowieso schon im Vorfeld, aber hier geht es besonders gut, nichts vorhaben, keine Termine, sondern einfach leben. Das hat super geklappt. Also, was mir in Erinnerung bleibt, habe ich dir aber auch vorhin schon gesagt, oder überhaupt ist, ich komme auf jeden Fall wieder. So, also es gefällt mir so sehr gut, aber das habe ich schon gemerkt, als ich mit der Fähre hier angekommen bin. Ich habe das nicht in Erinnerung gehabt, dass das so lange dauert, hierher zu fahren. Ich war, wie gesagt, vor 25 Jahren schon mal hier. Ich konnte mich gar nicht erinnern. Ich dachte, es geht kürzer. Aber als ich dann in Ajaccio angekommen bin, dachte ich sofort, ich bin zu Hause. Also ich fühle mich einfach sehr wohl. Und ich mag ja Orte, wo die Straßen schon dazu zwingen, zu entschleunigen. Du kannst ja hier nicht schnell fahren. Du musst ja hier, hast eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 wahrscheinlich, ne? Mhm. Haben wir ja gestern gemerkt. Und da stehe ich ja total drauf. Es gibt ja Leute, denen ist das total, sie sagen, wann sind wir endlich da? Als du gestern gesagt hast, jetzt fahren wir aber noch 2,5 Stunden nach Hause, dachte ich, ey, super. 2,5 Stunden Spaß haben, und ist echt gut. Also das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung, dass hier die Zeit ein bisschen eine andere ist. Die Leute hier irgendwie sind halt Korsen. Ne? Also, und das mag ich, die machen nicht jeden Scheiß mit. Ich finde, die Insel ist ungewöhnlich grün. Sie ist auch meiner Meinung nach im Moment ziemlich kalt. Ich habe sie deutlich wärmer in Erinnerung.
Beim letzten Mal, wo ich hier war, habe ich mit der richtigen Sonnenbrand reingeknallt. Das soll ja noch so werden. Also ich komme auf jeden Fall dieses Jahr nochmal wieder und fahre dann auch mal ein richtiges Motorrad. Was du mir angeboten hast, war ja schon der absolute Wahnsinn, aber das kann man noch steigern. Genau, und dann würde ich auch mal im Meer baden. Ihr habt ganz schöne Strände hier. Und die Zeit jetzt hier insgesamt, die wir jetzt verbracht haben mit deiner Crew, war einfach ein Riesenspaß. Ich habe hier nicht gearbeitet, obwohl ich ja doch irgendwie gearbeitet habe. So. Ja, man denkt das immer nicht, ne? Ja. Dass das alles auch, was so leicht aussieht und auch so viel Spaß macht, doch irgendwie Aufmerksamkeit und... Ist ja schon eine aufwendige Produktion so, also sind ja schon mehrere Leute permanent beteiligt. Und das habe ich zwar genossen, dass ich mal gar nichts machen muss, weil ich weiß, wie es ist, wenn man das macht, was du jetzt gerade machst. So. Aber einfach nur, dass für einen was bereitet wird und man kann es total genießen. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Kaiwan alias Ken Jebsen kann auch langsam, kann genießen und auch einmal nicht die öffentliche politische Person sein. Kaiwan macht das Beste aus jeder Situation und alles ist für ihn eine Erfahrung. Wir hatten viel Spaß und weitere Abenteuer warten auf uns. Das Leben ist zu kostbar, um es für den Wahnsinn der weltlichen Krisen zu opfern. Danke Kaiwan, komm bald wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Stuth.